Okay, wir wollen hier durch. Aber wir müssen gleich vorher mit dem Wächter sprechen. Ich grüße euch. Meine werte Herren, ich rate euch, die Herren Jarek nicht zu stören. Sie müssen ruhen, wisst ihr? Ich muss aber dann noch hinein. Ich weiß nicht. Bürgermeister Mobley hat mir gesagt, es sei wichtig. Lasst nichts hinein oder hier raus. Heraus, hat er gesagt. Lasst nichts hinein oder heraus. Ich bin nicht von hier. Ich war ein Abenteurer. Ich komme von irgendwo weit her. Das ist komisch. Das hatten wir auch schon mal. Ich muss durch dieses Tor. Lassen Sie mich passieren. Ja, er sagt, das hatten wir schon. Oh, warte mal. Entschuldigung, ich habe gerade was übersprungen scheinbar. Also es ist komisch, das Schloss scheint zu verrosten. Ist das nicht komisch? Bürgermeister Mobley würde wollen, dass ich das öle. Ja, ich werde einfach etwas Öl holen gehen. Und er öffnet das Schloss. Okay, interessant. Wunderbar. Und wir betreten die Burg. Oh, warte mal, können wir eigentlich irgendwas mit diesen Kohlefännchen machen? Kohlebecken? Nein. Bisher nicht, aber das muss nicht viel bedeuten. So, Köhlerwald, wo? Köhlerwald, Burg Jarek, Erdgeschoss. Ohne viel zu sagen, werde ich hier mal kurz nach Fallen prüfen, weil diese Kiste steht so allein im Raum. Ich habe irgendwas offenbar entschärft, interessant, aber nicht diese Kiste. Okay. Warte mal. Wir haben einen Schlüssel, Rätselschlüssel der Burg Jarek. Und dazu einen Brief. Brief in seltsamer Handschrift. Die Botschaft ist in einer seltsamen Grazil-Handschrift geschrieben. Ihr habt sie neben einem Schlüssel im Foyer von Burg Jarek gefunden. Es scheint sich um eine Art Rätsel zu handeln. Die drei Wege der Gerechtigkeit. Stets vorsichtig und achtsam muss der Richter sein und auf einen geraden Pfad wandeln, denn seine eine Hand versengen die Feuer des Verrats und seine andere Hand erfrieren die Geister der Rache. Der wahre Pfad der Gerechtigkeit liegt im Herz und im Kopf, denn nur mit Vernunft kann er die Wahrheit bestimmen und nur mit Mitgefühl kann er die Konsequenzen erkennen. Das heißt, dementsprechend müssen wir durch die Mitte gehen, oder was? Wenn wir grün, blau und rot. Ach ja. Okay. Dann gehen wir mal durch die Mitte. Speichern. Weitere Kisten. Möglicherweise mit weiteren Fallen. Oh ja. Ja, lass uns mal reingucken, was wir hier finden. Oder wir erstmal Springbrunnen angucken. 15 Gold. Okay. Einmal Diebeswerkzeug Stufe 10. Weiteres Gold. Weiteres Gold, okay, nehme ich hin. Ich bin mal gespannt, was es mit diesen Geschichten auf sich hat und den Kindern. Kinder bedeutet das Veränderung, deswegen hat er sie wahrscheinlich geholt. Hey! So, kommt mal kurz hierher, bitte. Also, insbesondere sollst du mal kurz hierher kommen. Dankeschön, damit ich mal kurz an diese Überreste rankomme. Und wir finden mehr Gold. Gold ist immer nicht verkehrt. Wie viel Mal können wir die Fallen noch suchen? Dreimal, okay. Gehen wir also weiter. Eine weitere Kiste. Vorsichtshalber. Ah ja, da habe ich Fallen entschärft. Wunderbar. Hat sich also nicht. Hat sich also doch ein bisschen gelohnt. Nicht infizierte Armschienen. Armschienen des festen Griffs. Hinisevan Le Dalila, ein jungenhafter, schwächlicher Adeliger, wollte aus irgendeinem unerfindlichen Grund ein meisterhafter Schwertkämpfer werden. Da die Waffe immer wieder aus der Hand fiel und er unschönen Muskelwuchs vermeiden wollte, ließ er sich von den Hofmagern einige Paare Handschuhe anfertigen, die es ihm ermöglichten, das Schwert mit eisernem Griff zu halten. Alles war bestens, bis der junge Adelige einem Gegner mit einem gezielten Schlag eine blutende Wunde beibrachte. Verstört zog sich Hinisevan für den Rest seiner Tage in einen abgelegenen Turm zurück, umgeben von nur von frischen Obst und unterwürfigen Dienern. Naja, besondere Eigenschaften, Beidhändigkeit als Bonustalent und Disziplin plus 8. Das ist ein richtig geiles Teil. Also für Kämpfer ist das eine fantastische Armschiene. Kommen wir hier rein. Müsste auch einiges wert sein. Damit hätte man zum Beispiel mit zwei Kukris kämpfen können. Untersuchen. Noch ein Brief mit seltsamer Handschrift. Diese Botschaft habt ihr im Zentralgang im Hauptgeschoss von Burg Jarek gefunden. Die Handschrift ist so anmutig, dass ihr euch durch sie bestätigt und geschmeichelt fühlt, wenn ihr sie lest. Ich fühle mich bestätigt und geschmeichelt, wenn ich sie lese. Okay.
Gerade ist der Weg der wahren Gerechtigkeit, und sehr schmal. Obwohl keine Wahlmöglichkeit existiert, die ohne Konsequenzen ist, habt ihr weise gewählt und euch eure Belohnung verdient. Denkt an diese Lektion, wenn die Zeit kommt, Recht zu sprechen. Okay. Wir gehen mal auf zum nächsten Räumchen. Hier haben wir schon irgendwo eine Falle entschärft. Ach, hier von diesem... dieser Truhe. Hier ist eine Wächterin, okay. Einmal kritische Wunden heilen, einmal die Schwertküste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon mal gefunden haben. Wir haben Religion der Schwertküste auf jeden Fall. Okay, ich hab's hier gerade nicht stehen. Das muss aber nicht viel heißen. Ich nehme es mal kurz mit. Und schau mal eben nach. Haben wir die Schwertküste zufälligerweise? Berühmte Bürger der Schwertküste haben wir auch noch. Okay. Dann tun wir die Schwertküste gleich mit daran. So, wir haben gespeichert. Was hat denn die Wächterin sozusagen? Seid gegrüßt, euer Ehren. Und willkommen in Burg Jarek. Ich hoffe, dass ihr eure Lektionen gelernt habt. Eingebung. Habt ihr die Anweisung diesen Truhen geschrieben? Nicht ich, mein Kind. Die Anweisung, von denen ihr sprecht, wurden dort vor langer Zeit von Lathander, dem Gott des Morgens, in Erwartung eurer Ankunft abgelegt. Das Verbrechen geschah vor langer Zeit und so schlimm waren seine Folgen, dass Lathander selbst sich außerstande sah, die Angeklagten zu richten. Erzählt mir mehr. Es war ein Verbrechen, welches des Urteils einer sterblichen Richterin bedarf. Und so geschah es, dass diese Burg und das Dorf dem Lauf der Zeit entrissen wurden, um eure Ankunft zu harren. Die Angeklagten sind in ihren Türmen jenseits der Tür im Norden eingekerkert. Es sind die Brüder Jarek. Karlat befindet sich im Westturm, Quint im Ostturm. Erzählt man mehr? Bringt beide dazu, euch das Verbrechen zu schildern und einen Schwur niederzuschreiben. Wenn ich die beiden Schwüre in Händen halte, werde ich eurem Richtspruch lauschen. Hier, dieser Schlüssel öffnet die Tür im Norden, hinter der ihr die Stufen zu den Türmen findet. Lasst Weisheit walten, euer Ehren, habt Mitleid mit uns allen. Ich habe zumindest eine Frage, Geist. Das scheint mir nicht so zu sein, als ob man hier viele Fragen stellen sollte, deswegen würde ich sagen, nun gut, ich werde euch die Schwüre bringen. Dann geht hinaus in die Nacht, euer Ehren, und bringt uns den Morgen, den wir so lange herbeigesehnt haben. Okay. Ich soll geradeaus gehen, wurde mir gesagt, das heißt, ich gehe weiter geradeaus. Die beiden Nebentüren werde ich mir erstmal schenken. Das können wir vielleicht noch später plündern, falls wir da irgendwie reinkommen nochmal. Karlats Zimmer. Speichern. Okay, das ist nicht nur ein Zimmer, das ist ein eigenes Stockwerk. Roter Slat. Herausforderungsgrad mühelos. Rote Sladi sind Kreaturen des Chaos und die schwächsten Exemplare ihres Volks. Die meisten dieser Sladi versuchen alles, um der grausamen, gnadenlosen Behandlung zu entgehen, die ihnen andere ihres Volkes angedeihen lassen. Das ist ja super. Kurz mal ein Liedchen singen. Feuerelementar ist auch noch da. Jetzt war auch schon fast tot. Okay, meine Spinne ist fast tot. Das ist aber krass. Achso, mein Grimmigbeißer die ganze Zeit gleich mitkämpft. Noch jemand? Nö. Können wir jetzt bitte da hingehen? Ach, wir sind irgendwie... Was ist man da? Betäubt? Ja, betäubt. Jetzt nicht mehr. Einmal die Überreste bitte. Oder auch nicht. Dann halt diese Überreste. Zwei Gold und... eine Slat-Zunge. Ja, warum eigentlich nicht? Finden wir auch nicht so oft. Einmal speichern. Ich weiß nicht genau, ob es hier irgendwie viele Fallen gibt. Das sieht so ein bisschen so aus. Deswegen werde ich mal kurz gucken, während der nächste Feuerelementar getötet wird. Oder die nächsten drei oder vier Feuerelementar. Das geht nie ab mit euch. So, einmal kurz. Fluch auf euch alle. Schande. Schande, sag ich nur. Wo ist es denn? Da ist mein Fluch. Weiterzauber darüber, das Slut, okay. Meine Spinne ist tot, das geht aber so nicht. Ich habe wahrscheinlich ein Problem mit Feuer. Was sagt er, Grimmig beißt er es nicht. So, der Slut, können wir wieder sterben. Jetzt ist gleich noch so ein Mephit rumgeflogen gerade. Der kommt auch schon. Weil er mich gesehen hat. Ja, und das war's für ihn.
Überreste, ja, wahrscheinlich wieder irgendwelche Sladi-Zungen, die werden einmal lecker Bierchen. Ja, eine Zunge, ich glaube, ich werde jetzt nicht alle mitnehmen. Und eine weitere Zunge, okay. Ja, lass uns erstmal kurz gegenüber den Raum betrachten, das ist ja wirklich groß hier. Ja, weitere Gegner, die sterben können. Ein Liedchen für uns. Grimmig-Beitrag greift überhaupt nicht ein, auch lustig. Legen jetzt eigentlich, vielleicht hau ich mal ab hier. Der komische Slad ist da. Und auch schon wieder tot. Oh, da war noch jemand. Ach nee, ist einfach nur eine rote Kiste, okay. Eine Kupferhalskette, vielen Dank. Ja, den Slad-Kram gucke ich mir jetzt mal nicht an. Ein Fässchen. Kritische Wunden heilen und etwas Geld. Ich guck mal vor, jetzt haben wir hier noch Fallen, natürlich. Nichts, okay. Wir haben noch einmal diesen... Nee, haben wir kein einziges Mal diesen Zauber. Schade, schade. Werden wir in den nächsten Fallen also einfach so reintappen. Okay, ein Goldring und eine seltsam beleuchtete Kiste. Da guck ich aber gerne rein. Wir finden Karlats brennenden Stab. Ein extrem einfach zu benutzender Zauberstab, der den Zauber brennende Hände enthält. Um diesen Zauber zu wirken, muss man lediglich mit dem Stab herumwedeln. Erkanntes Wissen ist nicht erforderlich. Wahrscheinlich war er einmal der allererste Zauberstab für irgendeinen jungen Magielehrling. Oder Magierlehrling. Braucht brennende Hände, Stufe 2, eine Ladung, Benutzung. Okay. Und wir haben hier Karlats Schlüssel, Burg Jarek. Okay. Wir werden jetzt natürlich sämtliche Räume mal gucken, das ist ganz klar. Für jeden von uns kommt die Zeit zu sterben. Ich werde kurz mal hier noch ein Liedchen singen. Wie ihr die Tür aufmacht. Das ist ja kein großes Problem. Die Sache ist erledigt. Auch weil es nochmal eine kräftigere Tür ist. Ein Gang und weitere Slats. Gucken wir uns kurz mal den... Ja. Die Sache ist erledigt. Ach Gott, Feuerkäfer. Ist Gott sei Dank schnell besiegt. Und ich muss die Art ausstoßen. Und wer ist das? Ein Feuerelementar. Na, schau an. Ist jetzt schon schwer verwundet. Das ist eine Falle, okay. Vielleicht der nächste Feuerelementar. Hallo. Bitte mal die Mensch, wollte gerade sagen. Wir zu Hilfe kommen. Der ist auch schon tot. Warte mal, bevor wir hier irgendwie versuchen auszuruhen, werde ich mal kurz noch diesen Slug töten. Lassen. Ha, ich habe noch mehr davon auf Lager. Schwer verwundet, dem Tode nahe und auch schon wieder tot. Super. Okay, hier war die Falle. Na, ich will wieder dahin. Ah, das sind die Feuerkäfer. Okay. Kann ich mich hier irgendwie ausruhen? Kann ich natürlich nicht. Das ist sehr ärgerlich. Das heißt, ich kann jetzt hier durchaus in einige Fallen reingreifen. Hier ist Gott sei Dank keine Lähmungsbolzen. Das ist schön. Da ist auch keine. Wir haben einmal Drachenblut, das finden wir nicht so oft. Das ist ganz gut. Quarz und Slatzunge und ein Feuerkehrbauch. Es hat bestimmt keinen Zufall, dass wir das alles hier haben. Deswegen nehme ich es kurz mal mit. Vielleicht brauchen wir es für irgendein Ritual. Und ein Saphir. Okay. Nein, man kann sich hier leider nicht regenerieren. Ärgerlich. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Hier hin. Eine Falle, natürlich. Und ein Höllenhündchen. Zwei Höllenhunde. Ja, hör auf zu nerven. Jetzt haben wir hier den Inhalt dieser Fässer. Wir haben einmal Bier, um uns abzukühlen. Dann haben wir ein paar Vampirpfeile. Okay, dann eben da rein. Und das Fass habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? Nein, was Geld. Mir echt einiges looten, das ist nicht schlecht. Ist die Kiste offen? Das ist sie. Und die Fässer sind in der Regel sowieso offen, deswegen sehe ich da kein großes Problem. Frostbolzen, das ist super, dass wir so schöne, viele gute Bolzen hier bekommen. Und einmal schwache magische Bresche, okay. Ist hier noch irgendwas außer einer weiteren Falle? Nein. Doch. Warte mal, in diese Richtung. Das ist ein riesen langer Gang, muss ich mal sagen. Da ist irgendein Slut, der ein bisschen Ärger macht.
Wunderbar. Ich würde mich ganz gerne mal wieder überhaupt mal regenerieren, wenn das irgendwie möglich ist. Vielleicht ist das möglich. Ach Gott, alter Schwede, wer ist hier noch? Oh, warte mal. Wir sind hier gerade völlig in die falsche Richtung unterwegs. Egal. Egal, bringen wir euch trotzdem mal um. Singen ein Liedchen. Ach Gott, ich werde jetzt eingriffen. Lalala, lauf! Autsch! Danke, Grimmig Beißer, du bist ein wahrer Freund. Jetzt greif den da an. Grimmig Beißer, dankeschön. Ich werde in der Zwischenzeit mal kurz einen Heiltrank genehmigen. Ruhig schwer. Untersuchen, Zauberwirken, benutzen. Wundervoll. Und da ist noch einer hinter euch. Kritschentreffer. Na komm schon. Ich will ein Stabchen machen. Bist du gerade tot? Wunderbar. So. Ich speichere das Ganze. Und gehe nochmal vor, jetzt haben wir den ganzen Gang ab, ob wir da noch irgendwen oder irgendwas vergessen haben. Die Falle mit Grimmig Wasser gleich mit. Wunderbar, hat sie direkt mal entschärft. Ah, hier ist ein Kupferring. Okay, das Ding ist komplett voll. Wir sind übrigens sowieso schon relativ am Ende, was unsere Tragkapazität angeht. Wir müssen ein bisschen drauf achten. Und hier ist tatsächlich nichts. Ich nehme an, ich kann mich auch nicht regenerieren, weil hier in den Räumen wahrscheinlich noch irgendwelcher Krimskrams ist, der mich nervt. Geh mal bitte da rein. Vielleicht kannst du es ja da. Nein, nein, aber noch nicht. Nein. Vielleicht ganz am Rande hier in der Ecke. Das ist schon relativ weit entfernt von den anderen Räumen. Jawohl, ja. Sehr, sehr schön. Dann hätte ich gern mein Monster wieder. Und ich glaube, ich werde mir erstmal hier... Nee, ich gucke mir erstmal die gegenüberliegenden Räume an. Bevor ich dann nochmal in diesen hier reingehe. Speichern. Was war hier nochmal, wenn wir diese Münzhaufen sind? Irgendwas Nützliches. Ach nee, das ist aber nur Bier. Aber die anderen sind einfach nur Slatzungen wahrscheinlich. Warte mal, hier ist eine Tür, die wir noch nicht angeguckt haben. Und wir haben, völlig überraschend, Feuerelementare und so weiter und so fort. Und Slats. Und einen tollwütigen Grimmigbeißer. Der dir einfach mal alle kaputt macht. Schießt dann auf diesen hier, ist das richtig? Ja. Jetzt schießen wir auf den da lieber. Der ist eh fast tot und du beschwörst gerade irgendwas. Ich hoffe, dass du gleich tot bist. Jawoll. So, was hast du denn dabei, lieber Feuerelementar? Hallo? Etwas Geld, okay. Du hast auch noch ein bisschen Geld. Und ich guck mal hier vor, jetzt haben wir noch Fallen natürlich. Okay, jetzt kann ich aber nicht, wenn ich im Inventar bin. Jetzt. Nichts, na gut. Oh, Bücherstapel immer wieder. Okay, wir haben auch noch einen Bodak-Zahn hier. Alter Schwede, wir müssen kurz mal gleich mal gucken. Das packe ich kurz mal da rein und ein Skelettknöchelchen und Rakshasa-Auge. Okay. Wir haben alle möglichen Ingredienzien hier. Interessant. Säurepfeile haben wir noch. Da haben wir schon mal ein paar gefunden, glaube ich. Da ist noch eine Slatzunge, die rumliegt. Hier haben wir brennende Hände und Karlats schützenden Stab. Okay. Und den brennenden Stab haben wir auch schon. Diesen Stab pflegte Karlat sich magisch zu schützen, wenn er infernalische Kreaturen beschwor. Wer eine Kreatur der Hölle oder solchen magischen Schutz zu beschwören versucht, der wird sie unweigerlich angreifen. Den wird sie unweigerlich angreifen und verschlingen. Schutz vor Gesinnung 1. Okay. Wahrscheinlich vor böser Gesinnung, würde ich mal ganz stark schätzen. Den Nessarollen haben wir hier. Okay. Der Dessarin, den haben wir aber, glaube ich, schon mal gelesen, nicht wahr? Der Dessarin, und zwar ist das gar nicht mal so lange her. Oder wir haben zumindest davon gehört. Der Dessarin. Ich lese ihn hier gerade nicht, was wohl bedeutet, dass ich ihn mitnehmen könnte. Nehmen wir kurz mal da rein. Nein, ich trage jetzt genug Plunder mit. Ich muss irgendetwas von dem Zeug loswerden. Lass mal schauen, was wir hier drin haben. Nein, 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 nein. Okay, dann lesen wir den Dessarin jetzt. Nein, gucken wir uns erstmal kurz hier an, da war noch was anderes, nämlich die Nessarollen. Lesen wir einfach mal gleich mal.
Ein unbekannter Abenteurer entdeckte vor langer Zeit einen Satz magischer Schriften, die viele Geheimnisse der Magie bargen. Man nannte die Artefakte Nessa-Rollen. Sie enthielten Einsichten in das Wirken von Magie, die Erstellung von magischen Gegenständen und Konstrukten, die Beziehung und die Strukturen der Ebenen und sogar das Erstellen von Artefakten. Obwohl alle Nessa-Rollen im Laufe der nächsten 2000 Jahre verloren gingen oder gestohlen wurden, hatte das in ihnen enthaltene Wissen bereits die gesamte Gesellschaft von Nessaril verändert. Die Fürsten Nessaril studierten die Schriftrollen und erfanden so Magiearten, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. So war der Mythalar eine Erfindung des Zauberers Iolaum aus Nessa. Er hauchte nahegelegenen Gegenständen Energie ein, ohne dass einem Magier, wie es für die Erstellung magischer Gegenstände sonst notwendig ist, magische Energie entzogen wird. Der Mythalar ermöglicht auch die Schaffung fliegender Städte, indem einfach die Spitze eines Berges abgeschnitten und dann umgedreht wurde. Die Menschen von Nessaril schwebten diesen Städten hoch über den Boden, wo sie von menschlichen Barbaren und den Horden bösartiger Humanoider geschützt waren. Jeder Einwohner war in der Lage, Magie zu wirken. Die Nessa handelten auch mit den nahegelegenen Elfen- und Zwergennationen und weiteten den Einfluss ihres Reichs beachtlich aus. Bin mir schon sicher, dass ich das schon mal gelesen habe, aber egal. Ich lege sie mal hin. Und lese jetzt noch der Dessarin. Vor langer Zeit, ehe es nördlich von Tithir Straßen gab, galt der Dessarin als einziger Weg in den Norden. Das ist der komische Fluss, das hat man doch schon mal. Komm. Das habe ich doch schon mal gelesen. Wieso habe ich es nicht aufgeschrieben? Und wenn doch, wieso habe ich es nicht gefunden? Wind am Lagerfeuer, bla 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 bla. Nein. Die komischen Barbaren. Nein, dann lese ich das jetzt nochmal durch. Schreibe es nochmal auf. Der Dessarin. Der Dessarin. Ich soll das langsam mal irgendwie alphabetisch ordnen, damit ich das so irgendwie noch auf die Reihe bekomme. So. Die Truhe nochmal öffnen, bitte. Und ich überlege eigentlich gerade, kann man mir eigentlich entfliehen aus dieser Burg? Also kann man sozusagen kurz nach Letzthafen zurückkehren, um Dinge zu verkaufen. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. Einmal Alexandriten, einmal ein Topaz. Und was ist hier? Ein weiteres Bücherregal. Das kann ja lustig werden. Wir finden Wind im Lagerfeuer, das habe ich schon. Und der Klingenhandel, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es das auch schon habe. Ja, genau, es ist diese Flammenpfeil und brennende Hände. Das war dieser Söldnerladen in Niewinter. So, was gibt's denn hier? Eine gleichkappige Tür. Ach, guck mal. Wir kriegen gleich mal hohen Besuch. Das ist schon, brennend verzehrt auf unser Ankommen. Nächstes Tod. Wer seid ihr denn? Herr Beigerzeuger, der Robert Slutty, ist gleich egal. Dann. Was egal, der wird auch gleich sterben. Nehmen wir gleich mit. Lass mich. Ja, ich hab noch mehr dabei. Meine Spinne ist tot. Genau, sehe ich nämlich so gar nicht ein. Hier haben wir die Slutzunge und auch, guck mal, diverse große Bücher und möglicherweise Fallen. Irgendwo schon, ja. Und wir finden Jareths Tagebuch und ein Saphir. Wahrscheinlich bin ich gleich wieder überlastet. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich vielleicht mal vorher ein bisschen was hier reinpacken kann. Das zum Beispiel, das da, genau. Jetzt das Tagebuch. Okay, ich bin gespannt. Wir haben viel zu lesen in diesen Folgen gerade. Karlat Jareks Tagebuch. Mittwinternacht 1183 TZ. Irgendwie fühle ich mich schuldig, dass ich meinen Bruder hereinlegte, damit er so ein Verbrechen begeht. Aber es war notwendig. Ich werde alt und meine Forschungen sind noch nicht beendet. Diese nördliche Wildnis ist ein brutales Land, aber so voll faszinierender Magie. Wenn ich doch nur unsterblich wäre. Wenn meine Studien doch nicht durch den Ruf meines sterblichen Fleisches behindert werden würden. Ich kann Quinns kräftige Stimme durch die Mauern hören, wie er den Kindern in der Bibliothek vorliest. Ich kann ihr Gelächter hören. Belia sagt, sie müssen heute sterben. Sie alle. Alle Kinder von Köhlerwald. Es ist ein grausamer Auftrag, doch er verdient nur den größeren Guten. Ich schwöre es. Wenn ich meine Seele an dieses Seelengefäß binden will, muss heute Nacht das Blut vergossen werden. Ach, das ist aber... Okay. Belial ist ja auch bekannt dafür, dass er ein besonders freundlicher Dämon ist. Das ist so sicher wie der Tod. Kerzen. Ich kann jetzt halt irgendwelche Kastenleuchter und Kohlefännchen und sowas anwählen oder vielleicht auch damit interagieren. Ihr mit eurem Bier jedes Mal. Ich klick's mal kurz an. Okay. Und hier? Das ist so sicher wie der Top. Hey! Ich glaube, den Hauptgang haben wir mittlerweile ziemlich abgeräumt, was Gegner angeht, nicht wahr? Von daher gehen wir eigentlich nur sozusagen erstmal die Nebenräume durch. Und schauen, was wir da noch so alles finden.
noch einmal ein Bardenlied für euch. Okay, Feuerelemental, das ist mal ungewöhnlich. Das ist doch viel zu einfach. Ich nehme an, bei dem anderen Herrn fehlt die ganze Zeit irgendwelche Eisdinger. So, da wird schon herbeschworen. Können wir jetzt erstmal hier Inventar, würde ich sagen. Das ist relativ schnell gemacht, genau. Warte mal, ich bin ein bisschen auf den roten Start in der Zwischenzeit. Auf den richtigen, meine ich. Bringt zwar jetzt nicht wahnsinnig viel, aber Grimmig weiß aber gleich auf ihn aufmerksam. Bringt ihn um und damit noch der rote Slut, also der herbeigeschworene, ebenfalls gleich kaputt. Wunderbar. So, ein Gold. Wahnsinn, hat sich total gut gelohnt. Diverse Kerzenhalter, die man angucken kann. Ein Schädelhaufen, der offenbar nicht dazu beizutragen hat zu der ganzen Sache hier. Hier kann irgendwas beschworen werden, offensichtlich. Karlat Jareks Beschwörungsraum. Okay. Gehen wir noch eins weiter. Das ist so sicher wie der Tod. Ja, das kriegt er schon hin. Und da ist eine Falle, wie ich gerade sehe. Entzaubern wir die doch gleich mal. Die Sache, der stille Fürst soll ich holen. Alle beiden offensichtlich. Okay, ein kleiner Verbindungsgang. Und mal wieder Höllenhunde. Na gut. Ich bin hier. Jetzt bin ich wieder weg. Jetzt bin ich wieder hier. Lass mich. Nicht mal Schaden gemacht. Und von meiner Spinne gegrillt. Tot gepiekst. Okay. War nicht so spektakulär. Einmal kritische Wunden heilen. Habe ich noch kein einziges Mal verwendet. Trotzdem finde ich eine zweite Flasche. Und ein Topaz dazu. Und noch irgendwelche Kistchen. Alter Spieler, kann man hier viel looten. Einmal Gold. Und einmal segnen. Naja, gut. Besser als nichts. Der Höllenhund hat sogar was fallen lassen. Sein Köpfchen? Nein, einmal Stille. Ein weiterer Topaz. Die sind durchaus einiges wert. Das ist gar nicht mal schlecht. Die sind, glaube ich, 90 oder was wert. Oder eine dreistellige Zahl sogar. Kann ich da ran? Bitte? Das kann ich. Ein Feuerball. Nett. Könnte ich auch mal anwenden. Vielleicht nicht gerade hier, aber ich könnte es auch mal anwenden. Ach, schau mal an. Ausnahmsweise mal Gegner und sogar auf Feuer basierende. Wie ungewöhnlich. Viech ist tot, Feuerelemental ist tot und der Slut wird hoffentlich auch recht angegriffen in der Hoffnung, dass er nicht noch Feuer irgendwelche anderen Viecher beschwört. Und da ist das beschworene Vieh. Gott sei Dank wird er angegriffen und das beschworene Vieh ist auch schon hier direkt weg. Kommt die Zeit zu sterben. Den Feuerelemental kann ich auch so abknallen, lustigerweise. Ist noch jemand da? Nö. Der Slut hat seine Zunge verloren, wie so oft. Hier ist Karlets Raum. Karlets Raum, den will ich mir aber erst, ganz ehrlich, jetzt ein nächstes Mal angucken. Was bitte? Guck mal, das sind. Hallo, das sind Feuerelementare. Hallo. Ich habe noch mehr davon auf Lager. Doppelschlagtreffer, geil. Mein Gott. Erfahrung kriegt eigentlich 3 Erfahrungen. Ist ja super. Es lohnt sich total, hier die ganzen Leute abzuräumen. Oh, warte mal. Der ist vielleicht ein bisschen gefährlich für mich im Nahkampf. Meine Spiele können immer noch gegen das komische Gitter. Sollte eigentlich kein großes Problem sein, das Ding aufzumachen. Aber trotzdem würde ich ganz gerne. Leichte. Wieso leichte? Wieso habe ich das mitgenommen, Idiot? Trotzdem sollte ich dann doch ganz gerne erstmal den anderen Raum hier anschauen. Dazu kommst du bitte mit und du bitte auch. Egal, was ihr da hinten gesehen habt. So, schaut mal eine Falle. Vielleicht eine andere Falle mit Entschärfte. Wunderbar. Ach, guck mal. Wir haben Besuch. Das ist ha. Mein Gott. Ihr nervt langsam ein bisschen. Speichern. Okay. Und eigentlich wollte ich ja hier rein. Wow, ein roter Slut. Das ist ungewöhnlich. Ich raste aus vor Glück. Okay, ich gehe mal kurz dahin. Die herbeigezaubert werden, sterben müssen. Meine Spinne macht eigentlich gar nichts, aber der Grimmigbeißer macht einiges. Warte mal, kann ich schon auf den richtigen hinten schießen? Ja, genau. Einfach durch über seinen Kopf hinweg oder möglicherweise auch wieder ein Kopftreffer dann mit dabei. Nehme ich in Kauf, kein Problem. Grimmigbeißer kämpft nicht gegen den Typen da hinten, sondern immer noch. Genau, jetzt. Gut, dann greifen wir mal den ersten an, weil ich habe das Gefühl, dass Grimmigbeißer immer die angreift, die wir auch irgendwie angreifen, teilweise. Jetzt aber. Jetzt werdet ihr ordentlich Schmerzen bekommen.
Hier, ich geh mal kurz in den Raum rein. Ich weiß, Gelegenheitsangriffe, bla bla bla. Vielleicht kann ich ein bisschen den Force tunen. Und tatsächlich, Grimmigbeißer dreht sich um und greift ihn an. Interessant. Diese Truhe hatte auch mal eine Falle, die ich schon entschärft habe. Wunderbar. Ich nutze gerade irgendwelche Magenschmolze. Ist das richtig? Es ist richtig, und zwar Frostbolzen. Passt natürlich hier sehr gut. Ist aber ehrlich gesagt nicht wirklich nötig. Durchdrehungsbolzen, Bolzen sind super. Ich speichere das Ganze. Hat irgendwas Bedeutendes fallen lassen? Bisher nicht. Natürlich ist es abgeschlossen. Wir finden hier die Abenteuer von Grimm, Richard und Wuwei. Haben wir schon gelesen, aber wir haben das noch nicht gelesen. Irgendwas Karajanisches Buch des Feuers. Hab ich. Achso, warte mal, das haben wir gesucht. Etwas Gold und eine tolle, vollständige Genesung oder sowas. Das haben wir noch nicht gelesen, fällt mir gerade so ein. Dieses schwere und zerfetterte Buch ist mit einer großen, sehr alten Rune gekennzeichnet, die schlicht und einfach Feuer bedeutet. In einem der interessanteren Abschnitte ist Folgendes zu lesen. Der Feuerkäfermagen ist ein erstaunliches Organ, das selbst nach dem Tod des Käfers seine volle Hitze beibehält. In Kombination mit einem widerstandsfähigen Quarzkristall und dem Zauber Feuerball erhält man ein Instrument, das nach dem Belieben Feuerstöße abfeuert. Auf diesem Prinzip beruhen im Übrigen auch die meisten feuerabgebende Zauberstäbe. Jetzt kann man sich also billig einen Stab herstellen. Interessant. Hier ist ein weiteres Bücherregal. Letzthafen haben wir schon. Seidenspinnendrüse eines Atterkops. Okay, nehme ich mit. Feenstoff haben wir, glaube ich, noch. Und Eisenholz haben wir eigentlich auch noch. Ich nehme es aber trotzdem mal mit hier auf. Irgendwo. Ich bin belastet wahrscheinlich gleich. Ach Gott. Einmal das dahin, nein. Einmal das dahin. Ich ja, ist okay, ich bin total belastet. Damit. Hör auf, mich zu nerven, bitte. Ich muss irgendetwas von dem Zeug loswerden. Eigentlich muss ich es nur ein bisschen besser arrangieren hier. So. Jetzt bin ich bei 86. Wir haben drei Felder. Warte mal, dann machen wir mal dich hier raus, dich dorthin. Weil ich glaube, diese Spinnen, diese komischen Feuerkäfer, die sind gar nicht mal so leicht. 86, okay. Hier ist wirklich kein Plätzchen mehr frei, nicht wahr? Genau. Und hier ist noch ein bisschen was frei. Okay, und hier haben wir noch ein Büchlein. Hier, bitteschön. Gleich dann wieder ein Pfund gespart. So, wir haben noch zwei weitere Dinge. Wieder mal einen Kassenständer. Eine Kiste und weitere Überreste eines Glatzungen. Ach, etwas Geld sogar noch. Okay. So, fertig, wir sind fertig. Du komm mal her. Ach, guck mal, der Grimmigbeißer ist krank. Das ist so sicher wie der Tod. Einmal Toter wecken. In Ordnung. Ich speichere mal kurz. Und würde mal gucken, ob ich einfach mal in der nächsten Folge. Oder am besten sofort. Das kann ich nochmal machen. Ob ich mal noch ein bisschen Kram verkaufen kann, indem ich kurz zurückkehre. Oh, das kann ich. Wunderbar. Dann würde ich ganz gerne Neurik. Bitte heile mich. Ich benötige Heilung. Also eigentlich brauche ich Grimmigbeißer Heilung. Guck ich mal kurz auf die Zeit und sehe, ich werde erst in der nächsten Folge was verkaufen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.